Hallo Zockergemeinde, heute gehen wir als nächste Let's Play zu Borderlands an. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Ah ja, da waren wir ja da. In dem Sektor werde ich oft sterben. Da müssen wir nicht überhaupt hin. Noch rechts, okay. Oh oh. So. So. Jetzt ist wenigstens einmal da eine Ruhe. Okay. Ah ja, wir müssen ja die Konsole da reaktivieren. Also werden wir wahrscheinlich eh durch den ganzen Sektor durch müssen. Was gibt's da? Ich hoffe Munition. Wenn ich da jetzt ein bisschen ruhiger bin, dürft ihr euch nicht wundern, weil ich muss mich konzentrieren, damit ich nicht alle 2 Meter stirb. So, da unten könnte man ein Auto besorgen. Wow! Oh! Stirb endlich! So. Wenn das so weitergeht, ist meine Munition in Rekordzeit leer. Vor allem, dass da jetzt schon aus dem Boden geschossen kommen, das taugt mir nichts.
glaube ich, mit der Schrotflinte wieder umgehen. Wie gesagt, rein von meinem Gefühl her, wir sind echt schon Richtung Schluss unterwegs. Ne? Das kann aber gar so lange dauern. Ja, Geschütz ist auch wieder bereit, sehr gut. Ah, okay. Das ist einmal die erste Konsole. Das ist cool. Passt. Es wird aber wirklich so sein, dass die Konsolen, die durch den ganzen Sektor durchlotsen, das haben sie schon öfter mal gehabt. Schauen wir schnell, wo ist der zweite? Die zweite? Ja, da unten. Schauen wir, dass wir dort hinkommen. Jetzt da einfach noch links runter. Da werden wir aber wahrscheinlich mit dem Auto fahren. Ich werde mir ein Auto holen. Das ist, glaube ich, ein bisschen geschickter und ein bisschen schneller. Das war, glaube ich, da unten. Yeah, catch a ride. So. Jetzt komme ich da nicht rauf, oder wie? Okay, das mit dem Auto war eine umsonst Idee, weil ich da nicht drüber komme. Ha. Also doch, Perpedes. So, da dürften jetzt alle Gegner weg sein, schätze ich. Gehen wir da vorbei, da wird wenigstens so gespeichert. Es ist bei der Schrotflinte nur ein bisschen unpraktisch, dass du so Not zubringen musst. Das heißt, sie landen immer wieder einen Treffer. Aber wenn du da mal neben bist, ist es super. Da oben stehen ein paar. Irgendwo ist ein schöner Turm. Oh oh. No! So. Habe ich irgendwas zum Heilen, ne?
Natürlich nicht. Ha. Ah, da unten schießt er, okay. Rein du! Es ist halb so schlimm, wenn ich da rumstehe. Das ist ja ganz schön nervenaufreibender Sektor. Das kann ich nicht nehmen. Da geht's ganz schön um die ganze Zeit. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen in der Folge. Ich meine, die Stationen, die werden sich wohl ausgehen. Okay, ist es zu? Da komme ich dann rein, passt. Ja. Du hast die dritte? Natürlich davon. Und dann sind wir durch den ganzen Sektor durchgegangen, wie ich es befürchtet habe. Ich hoffe, ich kriege jetzt bald einmal was zum Heilen wieder. Was ist das? Ja. Schaut denn bei meinem Inventar überhaupt aus? Oh, ja. Jetzt könnte ich wirklich langsam einen Shop oder irgendwas brauchen. So. Ich brauche Medikits. Darüber und dann links. Oh, was ist denn jetzt los? Ich sicher nicht einmal wen. Okay, die Wächter der Commission gibt's fliegen da. Spannend. Ich will da nicht hin. Ha, wie der.
Nein! Ja, jetzt stehe ich wahrscheinlich. Ziel getroffen. Das Nachladen bei der Schrottflinte macht mich fertig. Ich hab noch immer nichts zum Heilen gekriegt. Na toll. So, jetzt ist guter Rat da, ja? Boah, so ein Haufen. Was ist denn jetzt los? Ah, da oben sind auch noch welche, na toll. Schnell weg da. Nein! Ah, das wird glaube ich nichts mehr. Okay. Wie komme ich da rauf? Ich glaube jetzt, dass die Schrotflinten auch nicht unbedingt das Mittel zur Wahl. Wenn wir da herstellen und dann. Die Geschütztürme machen mich ein bisschen fertig, weil die relativ viel Schaden anrichten. Und weil ich da jedes Mal die Waffen verreiß. So. Dann hat sich einmal mit dem erledigt. Und schauen wir mal, was wir da tun können. Das ist jetzt halt ein bisschen feig. Aber ich brauche es Scharfschützen, wäre sonst eigentlich fast nie. Wenn ich es da schaffe, dass ich mir wenigstens einen Gegner vom Hals halt, dann bin ich schon fast ein bisschen zufrieden. Anscheinend bin ich aber aus der Reichweite, dass ich irgendwie checken, wo ich bin. Das ist praktisch für mich. Erwischt. Den werden wir gleich mit dem Raketenwerfer mal angehen. Ah, habe ich keinen, okay. Das Drum ist so witzig. Na komm, einmal noch. Jawohl. Das war jetzt super mutig. Und wahrscheinlich viel spannend zum Zuschauen. Ah, da oben ist ja noch einer. Ich schmeiß gleich Granaten oben zur Begrüßung. Jetzt gehen wir mal da einer.
Oh oh. Aber schon wieder irgendein Blödsinn angenommen, ja. Perfekt! Bereit zum Abschluss. Juhu, wieder ganz zurück. Und raus aus dem Sektor, okay, wo muss ich denn da hin? Ah, wieder zur Tennis, okay. Aber ihr könnt mich heilen lassen, da war. Da. So, passt. Dann auf zur Tennis. Schauen, was der nächste Auftrag ist. Sonst wird ihm dort für die Folge wieder ein bisschen kürzer. Im Laufschritt. Ich bin auf Borderlands 2 gespannt, ob da die Gehwege auch so katastrophal sind. Weil das sind sie teilweise da in dem Spiel. Kann man leider auch nicht wirklich was beschönigen. Bin ich da jetzt richtig? Oh, nach rechts. Das sind schon wieder neue Gegner, das gibt's ja nicht. Na, jetzt reicht's aber bald einmal. So, ein bisschen heilen lassen. Naja, hat nicht ganz so viel genutzt. Achso, okay, aber das sind ja sich die Läden, das passt dann nicht. Man muss ja mal verkaufen, weil mein Inventar ist schon ziemlich voll. Und was verkaufen wir? Das ist jetzt einmal alles. Boah, ja. Ja, da werden wir alles verkaufen. So, Sofortgeräte. Ah, das passt einmal.
Kaufen. Ja, ich hoffe, das geht im Zweier dann auch ein bisschen schneller. Ich hoffe, ich habe Zeit ja nichts mehr vor. So, jetzt aber. Munition werden wir auch auffüllen. Und ganz wichtig, Schrotmunition. Ich hoffe, da sind jetzt keine Gegner. Dass ich mich nicht da auch wieder durchkämpfen muss, bis ich bei der Tennis bin. Aber es klingt sehr danach, dass da Gegner sind. Ah ja. Juhu. Na toll. Mal der geht sich fix nicht aus. Und der auch nicht. Das sind ja alles knallharte. Okay, jetzt übertreiben sie ein bisschen. Also ein bisschen ein Anspruch ist ja schön und gut, gell? Aber das ist jetzt gerade ein bisschen sehr übertrieben. So. Wo ist die Tennis? Der war ja da irgendwo. Aha, okay. Gibt's das? Wie komme ich nochmal? Und vor allem, wie komme ich da her? Ich bin ja von da oben gekommen. Spannend. So. Toll, jetzt komme ich von der anderen Seite. Oh, auch halb so schlimm. Oh, oh. Toll!
Ja, somit hat sie es erledigt. Das gibt's ja nicht. Ja, jetzt bin ich schon wieder irgendwo, oder was? Boah, jetzt nervt's gerade. Ich meine, ich bin da der Superretter und keine Ahnung, was er dann da jeder Furzgegner halt mehr als ich. Ist ja da spannend. Na toll. So, jetzt verreck ich schon wieder. Wer bleibt denn da? Hä? Und wo muss ich schon wieder hin? Bin vorbeigelaufen? Uiuiui. Und ist schon unterwegs zur Kammer. Hey, mach die Schlampe fertig. Tu's für mich. So, dann sind wir ein Level aufgestiegen. So. Ganz kurz schauen. Jetzt müssen wir da raus. Das machen wir noch schnell. Dann werden wir die Folge beenden, weil ich schätze jetzt ist wirklich, wenn es jetzt Richtung der Kammer geht, wird das dann das End sein, schätze ich. Boah, ich kann dich sehen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber ich sehe dich wieder. Diesmal hast du mich überrascht. Jetzt muss es schnell gehen. Du musst sofort zur Kammer. Los! Ich wäre ja auf dem Weg. Wenn wir den nicht jedes Mal aufhalten würden. So, abgespeichert worden ist. Sie werden auch schnell verkaufen. Ah, das ist jetzt der hintere, okay. Ah, ich muss schauen, ob irgendwas besser ist als das, was ich habe. Ah, du wirst mit einem Sturmgewehr verglichen. Boah! Okay. Und den Rest kann ich verkaufen, glaube ich. Was bist du? Ja, passt, den Rest verkaufen wir. Ich werde vorsichtshalber eine Medikits kaufen. Damit ich mir im Feld auch ein bisschen heilen kann. So, dann haben wir das auch erledigt. Passt! Und sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich schätze mal in der nächsten Folge, wenn wir fertig werden. So, was ich jetzt gehört habe. Und sage danke fürs Zuschauen. Ciao!